Sehr geehrter Herr Vizepräsident, geschätzte Landesrätinnen, geschätzter Landesrat, mich freut es, dass es für Sie heute ein Festtag ist. Es sollte eigentlich für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ein Festtag sein, denn die finanzieren diese großen und umfassenden und schweren Infrastrukturpakete. Also Dankeschön an unsere Bevölkerung, die so fleißig dafür arbeitet, dass wir uns solche Projekte leisten können. Zum Tagesordnungspunkt 2, die Aachenseebahn. Ja, heute im Mondkalender, der Tag steht im Zeichen der Fische. Das ist der Tag, wo es um Reinigung geht, Putzen und Aufräumen. Das wäre ja eigentlich ein gutes Motiv für die Aachenseebahn, dass man da wirklich einmal aufräumt und ein neues Zeitalter beginnt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob dieser Neustart unter einem guten Stern steht. Denn einige Fehler wiederholen sich, einige von früher werden kaschiert. Aber gehen wir der Reihe nach. Also am 13. März kam also die Pressemitteilung, dass die Aachenseebahn Infrastruktur und Betriebs GmbH gegründet wurde und die Geschäftsführung bestellt wurde. Also das Land Tirol, die Zillertalbahn, die Gemeinden Jembach, Eben und Aachenkirch haben eine neue Gesellschaft gegründet. Ja, der Landtag war nicht dabei. Wir wurden also nicht gefragt und sollten das jetzt mittragen. Aber begonnen hat diese Gründung der Gesellschaft eben mit einem Akt der Showpolitik. Sind also die Politiker einmal oder Politiker und auch der Gemeinden des Landes auf das Gelände der Aachenseebahn eingedrungen. Nämlich ohne Zustimmung, ohne Erlaubnis durch die Aachenseebahn-Verantwortlichen. Es wusste kein Masseverwalter, kein Vorstand und kein Betriebsleiter davon, dass die Herren das Gelände der Aachenseebahn AG betreten. Und sie sind auch in die Remise gegangen, dort wurden die Fotos gemacht. Also es gebietet schon der Anstand, dass man die derzeitigen Eigentümer fragt, ob das erlaubt ist und das genehmigt wird. Es war nämlich der Vorstand sehr wohl vor Ort. Und jetzt plötzlich die Politik darf jetzt alles, ja. Es ist doch noch der Vorstand, der Masseverwaltung und die Betriebsleiter sind dafür zuständig. Und wenn der Vorstand schon vor Ort ist, dann könnte man ihn zumindest begrüßen, mit ihm reden, sich informieren, was denn Stand der Dinge ist. Aber diese Gruppe an Herren mit Gefolge ist genauso grußlos gegangen, wie sie gekommen sind. Also das ist jetzt einmal kein guter Anfang einer Gesellschaft. Es geht nämlich auch um dieses Zeichen, dass man das ganze letzte Jahr nämlich nicht mit dem Vorstand und mit den Betriebsleitern die Probleme erörtert hat, die diese Aachenseebahn hat und warum es eigentlich so schwer wird, die wirklich auch erfolgreich zu führen. Das ist das Zeichen dafür. Aber nun zur weiteren Sachlage. Die Behauptung in dieser Presseaussendung, dass die Zukunft der Aachenseebahn als Tourismusattraktion und wertvolles Kulturgut nun gesichert sei, gehört wohl ins Reich der Märchen und Sagen. Denn mit der Gründung der Gesellschaft ist überhaupt noch nichts gesichert. Noch ist es eine Mantel GmbH ohne Kapital und vor allem ohne Genehmigungen und Konzession. Die gibt es nämlich noch nicht. Da muss man nämlich erst ansuchen dafür. Und unzählige Weichenstellungen in den letzten Jahren bestanden eben darin, dass das Land immer wieder Versprechungen gemacht hat und diese wieder zurückgezogen sind oder nicht rechtzeitig umgesetzt wurden. Die erste fatale Weichenstellung war im Jahr 2015, wo sich die Mitglieder des Aufsichtsrats gemeinsam mit dem Land darum bemühten, das MIP, das mittelfristige Infrastrukturprogramm, das nämlich vom Bund bezahlt und gewährt wird, zu torpedieren. Daraufhin wurde es ausgesetzt und die Aachenseebahn hat davor sehr wohl diese Mittel bekommen, obwohl es nur eine touristische Bahn war. Also an dem kann es nicht gelegen sein. Und die Folge war, dass eben seitdem keine Bundesmittel mehr für die Infrastruktur geflossen sind. Das ist natürlich schwierig, noch erfolgreich zu arbeiten. Dadurch fehlten der Bahn in den letzten Jahren 3 Millionen Euro. Aber die Bahn hielt sich trotzdem gut. Sie hielt sich nämlich über Wasser, weil nämlich die einzige Privatbahn ist, die betriebswirtschaftlich, nämlich den Betrieb aus eigener Kraft finanziert. Nicht die Infrastruktur, aber der Betrieb, das hat immer funktioniert. Also und dass das Argument, dass die MIP-Mittel an rein touristische Bahnen nicht ausgeschüttet wird, ist auch eine Geschichte.
Erstens wurden über Jahre eben diese Mittel sehr wohl gewährt und zweitens bekommt es nach wie vor die Schafbergbahn und auch die Schneebergbahn, obwohl die auch nur touristisch betrieben werden. Und im Ausschuss mein Ansuchen an Diplom-Ingenieur Magister Allinger Strolitsch, mir den dafür passenden Passus im Gesetz und in der Verordnung zu übermitteln, das ist bis heute noch nicht passiert. Also mir ist er noch nicht untergekommen, weder im Paragraph 4 des Privatbahnengesetzes noch in einer Verordnung des Verkehrsministeriums. Das war aber eine Ursache, warum sich die Bahn in den letzten Jahren so schwer getan hat. Und zweitens, die Insolvenz wurde dann in weiterer Folge vom Land erzwungen, indem nämlich die Auszahlung der vertraglich zugesicherten und vom Landtag freigegebenen Zahlungen von 1,2 Millionen Euro nicht in voller Höhe und sofort ausbezahlt wurden. Die letzte Auszahlung wurde so lange hinausgezögert, dass die Bahn wirklich in Schwierigkeiten kam und von der Bank keinen Kredit mehr bekam, weil die Bahn von der Bank in ihrer Kreditwürdigkeit zurückgestuft wurde. Und man glaubt es kaum. Die Bahn ist wegen 60.000 Euro in Konkurs geschickt worden. Das war der wahre Grund. Und das hätte man verhindern können, wenn man hätte wollen. Und nun gibt es eben neue Herren, die aber noch keine Eigentümer der Bahn sind. Auch kennen sie die vor ihnen liegenden Probleme noch nicht, da sie jetzt noch nicht einmal mit dem Vorstand und den Betriebsleitern gesprochen haben. So ist zum Beispiel die Behauptung, der Fahrplan steht, ein frommer Wunsch, die von absoluter Ahnungslosigkeit zeugt. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Für die Sanierung der Flachstrecke von Eben bis Seespitz muss erst ein Projekt ausgearbeitet werden, international ausgeschrieben und das Material mit mehreren Monaten Lieferzeit beschafft werden. Also so einfach ist diese Sanierung nicht. Und weiters wurde auch veröffentlicht, dass 2 der 4 Dampfloks auf Heizöl umgerüstet werden sollen. Das funktioniert technisch einfach nicht. Und die Dampflok-Experten wissen genau, dass die Anforderungen der Aachenseebahn an die vorhandenen Lokomotiven nicht mit Heizölfeuerung erbracht werden können. Da geht es nämlich um die Größe des Brennraums und um andere technische Voraussetzungen. Und den technisch Verantwortlichen der Zillertalbahn, den neuen Herrn, dürfte das hinlänglich bekannt sein. Und das Motto dieser Landesregierung, raus aus Öl, wird natürlich damit auch nicht Rechnung getragen. Ich möchte es nur kurz erklären. Auch die Heizölfeuerung macht eine Dampflok erst richtig umweltschädlich. Und warum? Eine Kohlefeuerung ist vielleicht umweltbelästigend, aber nicht so schädlich wie eine Heizölfeuerung. Nämlich bei der Heizölfeuerung entsteht Feinstaub, bei der Kohlefeuerung hingegen Grobstaub, der nicht in die Lunge eintritt. Und auch die Rußbildung und der Gestank sind bei der ölgeförderten Lok wesentlich intensiver. Und die Rauchbildung wurde im letzten Jahr übrigens sehr wohl durch die Umstellung der Verwendung einer neuen Kohlesorte wesentlich reduziert. Also da hat man sehr viel machen können. Und es gibt auch Überlegungen, dass man aus den Resten der Kläranlage Innsbruck ein Produkt macht, das man als Kohle verfeuern kann. Da wäre kein Umbau der Lokomotiven notwendig und das wäre doch wirklich ein zukunftsträchtiges Projekt. Das wäre zukunftsweisend, wenn man Mittel verwenden könnte, die man in Innsbruck selber produziert und die man nicht importieren muss. In dieser Pressemitteilung des Landes steht auch, dass die Aachenseebahn ein Denkmal der Eisenbahngeschichte ist. Wurde auch gerade erwähnt. Aber der Leiter der Verkehrsabteilung des Landes, Diplom-Ingenieur Magister Eckhard Allinger College, schreibt in der Begründung zum Regierungsantrag, dass eine Einstufung der Bahn als Weltkulturerbe aus Sicht des Landes abgelehnt wird. Wo bleibt jetzt die Bekenntnis zum Denkmalschutz? Nur wenn man auf das verzichtet, verzichtet man auf ein zukünftiges und zusätzliches Publikumspotenzial von ca. 250.000 Besuchern im Jahr. Eine Verdreifachung für die Bahn und für die Aachensee-Schifffahrt, eine Verdoppelung. Was hätte man da nicht alles machen können? Die Verdoppelung der Fahrgastzahlen, das wäre wohl was gewesen. Und das bedeutet eine bewusste Schädigung des Unternehmens,
wenn man diese Unterschutzstellung nicht weiter fördert. Und weil wir gerade bei der Aachensee-Schifffahrt sind, eine Zusammenarbeit mit diesen Betreibern hätte wesentlich mehr Synergieeffekte hinsichtlich Vermarktung und Potenzial gebracht als die Zusammenlegung mit der Zillertalbahn. Weil bei diesen Synergieeffekten gewinnt nämlich die Zillertalbahn. Und wie anfangs erwähnt, geht man normal in einer Geschäftsgründung, geht man der Reihe nach vor, wie das halt auch in der Privatwirtschaft üblich ist. Erstens, man gründet die GmbH, hätte halt auch vom Landtag abgesegnet werden sollen. Dann muss man sich natürlich ein Zukunftskonzept und eine Strategie ausdenken, welche auch dem Landtag hätte präsentiert werden sollen. Ich habe sie noch nicht gesehen, vielleicht Sie. Dann muss sich natürlich die Gesellschaft um die Eisenbahngenehmigung kümmern und vor allem um die Konzession. Ohne dies ist das Ganze wertlos und es ist noch nicht sicher, wie diese Übertragung wirklich funktionieren wird auf die neue Gesellschaft. Nur ohne Konzession ist das ganze Projekt gestorben und dann kommen richtig Probleme auf uns zu, weil da die ganzen Haftungen betreff Risiko, was die Strecke und die Trasse betrifft, wirklich fällig werden. Und die neue Gesellschaft, die Konzession der neuen Gesellschaft hängt nämlich von den Betriebsleitern ab. Und da haben wir auch noch keine Lösung gefunden. Ja, und der nächste Punkt ist natürlich, man stattet die Gesellschaft mit Kapital aus. Das ist aber erst, nachdem man vielleicht einmal als Zukunftsstrategie präsentiert bekommt hat. Wir geben einfach nur so Geld frei. Und in diesem Fall wäre auch noch die Konkursabwicklung zu klären, nämlich man muss die Masseforderung kennen, bevor man sie dem Kaufpreis gegenverrechnen kann. Das wird jetzt einfach, man weiß überhaupt nicht, vor was man redet, von welchen Größenordnungen, was wirklich dann schlagend wird. Da gibt es überhaupt noch keine Vorstellung, was da auf uns zukommt. Und zum jetzigen Zeitpunkt genehmigen wir also eine Luftnummer. Wir haben keine Entscheidungsgrundlagen für die Freigabe der Mittel. Es gibt kein Zukunftskonzept. Und es bleibt auch eine Frage noch offen. Die einzig wahre Frage. Warum musste die Aachenseebahn AG, gegründet 1889 von Kaiser Franz Josef II., überhaupt in Konkurs gehen? Das wird jetzt überdeckt. Im Ausschuss haben wir uns eben gegen diese Unterstützung der Aachenseebahn ausgesprochen, weil der Weg von der Gründung einer neuen Gesellschaft bis zum Funktionieren der Aachenseebahn ein weiter, ein unsicherer und ein teurer wird. Aber welche Wahl haben wir? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir lassen die Bahn hops gehen und zerstören damit unwiederbringlich ein eisenbahngeschichtliches Kleinod mit den ganzen Haftungen und Trassenverlusten. Oder wir unterstützen die unstrukturierten Ideen der Landesregierung mit viel Steuergeld. Naja, und der Aufsichtsrat wird halt, der alte Aufsichtsrat wird halt auch nicht aus seiner Haftung entlassen. Wo genau der Bürgermeister zum Beispiel der Gemeinde eben drinnen sitzt, der Herr Hausberger, der jetzt wieder einer neuen Gesellschaft Gemeindevertreter wird. Ob das gut ausgeht? Und zur Gründung des Aufsichtsrats, wer sitzt denn da noch drinnen? Genau das, was letzthin nämlich der Rechnungshof kritisiert hat. Der Leiter der Verkehrsabteilung des Landes, eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Landes. Genau das hätte ja nicht wieder passieren sollen. Also die gleichen Fehler, die immer kritisiert worden sind, machen wir wieder. Ja, und zum Abschluss, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn man das Foto, das eben in dieser Remise gemacht worden ist, vom Landesrat Geisel anschaut, wie er lässig den Fuß auf der Bank der altehrwürdigen Aachenseebahn hat, denkt man wohl eher an einen Großwildjäger, der den Fuß auf der erlegten Beute hat. Ja, ich glaube, Sie haben die Aachenseebahn nicht gerettet, Sie haben sie erlegt.